So, nach dieser kleinen Cutscene wollen wir auch direkt weitermachen. Der Kristallturm 2, beziehungsweise welcher war das? Zirkusturm ist erledigt. Und ihr merkt schon selber, dass ich euch ein bisschen gerade aufs Korn nehme. Ich habe schon ein bisschen mehr getan, als einfach nur einmal diesen Turm durchgelaufen. Wir wollen aber direkt weitergehen nach Mordona wieder zurück. Und wollen uns dementsprechend jetzt gleich den dritten Teil dieser Instanz freischalten. Der sogenannten Welt der Dunkelheit oder World of Darkness. Den Kristallturm 3 auch genannt, also CT3. Wobei das ja nicht mehr wirklich im CT stattfindet. Ist aber nicht so dramatisch. Ihr seht auch selber, ich bin hier nebenbei. Ich nehme viele Sachen jetzt gerade parallel auf. Also mein Let's Play beinhaltet eigentlich nur noch die Hauptquest. Und das, was halt eben so notwendig nebenbei gemacht werden muss, mache ich halt eben nebenbei. Deswegen kommen auch die Primals separat, die Raids separat und so weiter. Ja, dienstags 23 Uhr ist jetzt auch sozusagen der Raid-Tag. Und da kann man sich natürlich bei mir anmelden und mitmachen. Wobei da TS auch Pflicht ist für die Runden. Im Moment läuft es auf eine FG-Gruppe hinaus, die wir uns da zusammenschrauben. Und ich hoffe, dass wir da einiges mit reißen können. So, dann wollen wir mal hier. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir da einiges reißen können. Weil das eine sehr bunt gemischte Gruppe ist. Vor allem bunt gemischt, weil der ein oder andere den Content vielleicht noch gar nicht richtig durch hat und das erste Mal drin ist und so weiter. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch sehr interessant, sich diese Videos anzugucken, weil wir uns da halt eben das Beste, also wir werden das Beste geben, um da wirklich effektiv mitzumachen und durchzukommen. Nur, wie man sieht, selbst mein Item-Level ist jetzt gerade eben noch nicht so hoch. Und deswegen ist das schon ein bisschen kompliziert. Also es wird eine Herausforderung, auch für mich. Aber wir schaffen das. Jetzt geht es halt eben erstmal nur darum, diesen Teil der Instanz hier freizuschalten oder diese Instanz hier freizuschalten, um damit dann auch endlich die wöchentliche Quest annehmbar zu machen. Was dann nochmal das ein oder andere Mal helfen wird. So, der Zirkusturm abgeschlossen. Und weiter geht's. Licht ins Dunkel. Ja, mal gucken, was die hier von uns wollen. Es wird auf jeden Fall lustig. Kristallturm 3 ist eine schöne Instanz. Also sie ist eigentlich wirklich gut, wenn man weiß, was man zu tun hat. Ansonsten wird so ein bisschen problematisch, sag ich mal. Also viele Leute wissen nicht, was zu tun ist und verhalten sich dann an einigen Stellen falsch und alles so schwammig. Aber wir wissen, wie es geht. Wir werden das hinkriegen. Und jedem eine Hilfe sein, hoffe ich. Also mit wir meine ich natürlich unsere Gesellschaft und natürlich mich.
Dann wollen wir mal losdüsen. Die letzte Runde, bevor wir die Welt der Dunkelheit betreten. Noch ein letztes Geplänkel. Aya freut sich auch schon ungemein drauf, dass wir hier zusammen in CT3 können. Südüdü. Wo müssen wir hin? Perfekt. Nur kurz zum Turm. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder eine kleine Cutscene bekommen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge schon im Kristallturm. Nebenbei, ich habe hier jetzt auch etwas Lustiges herausgefunden. Das versuche ich gleich nochmal zu demonstrieren. Das ist echt lustig gewesen. Also, ich wollte hier ein bisschen schnell wieder zurück, dort wo ich die Aufnahme gestartet habe, weil da stand ich natürlich nicht über Tage hinweg und habe von dort aus Instanzen gemacht, sondern ich habe natürlich schon nebenbei noch andere Videos gemacht, die Hauptquest weitergespielt und so weiter, Item-Level gefarmt und sowas. Und ich zeige es euch gleich mal. So. Bumm. Jetzt habe ich ihn gestunt. Jetzt glaube ich schnell durch das Kristalltor. Man hört schon. Und guck mal. Na, findest du das nicht genauso lustig? So, dann flitzen wir mal weiter. Lassen wir den Deppen dort alleine in der Wand rumgeistern. Ich glaube, wir müssen mit... Achso, nee, wir müssen mit... Natalie? Nee. Mit wem müssen wir denn reden jetzt? Licht ins Dunkel. Vor den 8 Wächtern und Wett sprechen. Aha. Okay. Ja, nebenbei auch noch lustige Sachen zum Thema, welches Buff-Food braucht ein Tank? Ich bevorzuge zurzeit eher, wie heißt es? Toast à la Bismarck. Was man aber auch nehmen kann, ist, sind Speckzöpfe, und Speckzöpfe sind schweineteuer, weil die, weil es glaube ich ein Stufe 3er Rezept oder so. Ah, Xandes Thron. Die Ecke kennen wir doch schon. Hier haben wir den letzten Kampf gegen Sande ausgetragen. Häufiger mal. Und jetzt geht es darum, unsere Freunde zu retten. Und in die Welt der Dunkelheit einzutreten, um für Recht und Ordnung zu siegen. Los geht's, öffne uns den, das Portal.
Los geht's. Mensch, Sauron, altes Haus, lange nicht gesehen. Hast aber ziemlich dunkle Augen bekommen, Junge. Puh, bin ja schon ein bisschen aufgeregt hier. Huiuiui. Ja, wie gesagt, eigentlich ist die nächste Instanz gar nicht so schwierig. Wenn man weiß, was man zu tun hat, wenn man mit der richtigen Gruppe unterwegs ist, wenn die Gruppenmitglieder wissen, was sie zu tun haben. Aber das ist eigentlich immer so. Wobei, wie gesagt, ja, Kristallturmteile sind insgesamt gar nicht so schwer, wie sich manche daran tun. Und manche tun sich echt schwer daran. Aber wie gesagt, ich finde, es ist schon mal ganz gut zu wissen, also diese Kristallquest, nein, Kristallturmreihe mal gesehen zu haben. Einfach, weil man hier, ja, noch ein bisschen Background-Story zu Eorzea bekommt. Und das macht halt eben das Spiel ganz angenehm, oder zumindest diese Geschichte darum. Welt der Dunkelheit nun zugänglich. Und genau da werden wir uns sehen. In der nächsten Folge Let's Play Final Fantasy 14. Oder zumindest dem Kristallturm Spezial. Bis dann, ciao.